immer gerne Gasse. Viva. Eins und zwei. Die beiden Lieblingskanäle der jungen Menschen von heute. Ja, und warum? Weil das Kömmi-Kätzchen immer so brav hier liegt. Das gute Kätzchen. Man muss auch einfach mal sagen, liebes Kätzchen, danke. Danke, dass du immer so brav hier liegst. Du gutes Ding. Das machst du sehr gut. Ein großes Lob. Ja? Ich möchte hiermit die großen Lobwochen für mein Kamikätzchen einläuten. Schickt mir doch einfach mal Lobesreden an das Kamikätzchen. Ich trage die dann hier vor. Kamikätzchen versteht zwar nichts, aber es kann es fühlen. Es fühlt, ne? Dass da nette Sachen gesagt werden. Nicht wahr, Kamikätzchen? Und was machst du denn für ein Gesicht? Und? Es gibt nämlich drei Gesichtsausdrücke, wenn sie sich freut. Das ist der zweite. Der geht so. Lachen, aber dabei so ein Küsschen gucken, ob die Titten noch da sind. Ja. Denn das Kamikätzchen glaubt mir immer noch die Geschichte, die ich ihm einmal erzählt habe, dass man, wenn man lacht, die Titten verlieren kann. Deswegen schaut es immer schnell nach, ob sie noch da sind. Oft dachte ich schon, sie seien deshalb weg. Nicht wahr? Was ist denn mit dem Auge passiert? Wir müssen jetzt mal die Augen anschauen. Nein, die Richt, also mit den Augen meine ich jetzt tatsächlich diese Geräte, die sie zum Sehen benutzt, von denen wir das zumindest annehmen. Ich gestern hatte ich, glaube ich, Heuschnupfen. Jetzt wird das eine Auge kleiner als das andere. Ich glaube, das linke wird dann kleiner als das rechte. Kätzchen hat es nicht gerne, wenn man darüber spricht. Heute haben wir einen tollen Gast hier, und zwar Gina Wild. Sie war ja hier in der Sendung erst viermal. Und da haben wir uns gedacht, Gina Wild, von der hören wir so viel. Das ist auch irgendwas, das ist, was unsere Zuschauer interessiert. Und die können wir doch mal wieder einladen. Denn inzwischen hat sich ja allerhand getan in ihrer Karriere. Ich glaube, sie hat einen neuen Porno gedreht. Nein, nee, sie ist ausgestiegen aus dem Erotikgeschäft und ist jetzt im seriösen Geschäft. Auf der Berlinale haben wir sie ja getroffen. Ne? Da hat sie uns ihre Handtasche gezeigt und bei Autogrammstunden zweimal, das ist dreimal. Und einmal war sie beim Casting hier. Genau, das haben wir ja auch ausgestrahlt. War sie beim Casting, muss man sagen, ist eigentlich so fair, wenn man ein Casting ausstrahlt im Fernsehen. Aber hey, wir haben auch nie gesagt, dass wir so fair sind. Und da kann man auch mal fragen, was daraus geworden ist. Und ich habe auch gehört, dass ihr Leben verfilmt werden soll. Im Stern habe ich was über sie gelesen. Hast du das auch gelesen? Im Stern? Nein. Hast du nicht. Hast du schon mal einen Film von ihr gesehen? Hat sich schon mal jemand genötigt, einen Film zu gucken dabei? Ja? Hast du schon was abgeschaut von der Gina? Kannst du alles selbst? Die Gina hat nachher so den Eindruck, dass man mit der alles machen kann. Wie ist das bei dir? Kann man mit dir alles machen? Ne? Gibt Grenzen. Und du sagst, nein? Nein? Ja, so ist das Kätzchen. Deswegen bist du auch Kamikätzchen, ne? Genau. Und auf jeden Fall, genau, Leben verfilmt werden soll verfilmt werden. Und ich habe auch gehört, dass sie mit Helge Schneider irgendeine Show gemacht hat. Also all diese Dinge. Wir werden heute mal die ganz andere Seite von Gina Wild beleuchten. Genau. Deswegen ist sie gleich hier. Vielleicht reden wir auch über christlichen Glauben oder die schöne Architektur des Kölner Doms. Mal gucken. Vielleicht auch über die schöne Architektur von anderen Dingen. Bis gleich bei Kamikaze. Dann schon bald mit Gina Wild. Wild. Yeah, it's gonna be wild.